Zutaten für 4 Portionen 14 Scheiben Weißbrot / 2 Esslöffel Butter 1 Uhr Meersalz, zum Beispiel Saldoro 1 frisch gemahlener Pfeffer 1800 g mehlig kochende Kartoffeln 11 Möhre 11 Zwiebel 11 Stange Lauch 1 ca. 1,5 Fleischbrühe 150 Gramm mettenden 1200 ml Sahne 11 Esslöffel gehackte Petersilie ein für die Croutons Weißbrot in Würfel schneiden. In 1 Esslöffel erhitzter Butter goldbraun braten, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseite stellen. Kartoffeln und Kressesuppe wenig Kalorien Zutaten für 4 Portionen 13 Beete Kresse, 1300 Gramm Kartoffeln 12 Esslöffel Pflanzencreme, zum Beispiel Rama 1 frisch geriebene Muskatnuss 1 frisch gemahlener Pfeffer 1 Salz 1500 ml Gemüsebrühe 1250 ml Kochcreme 15% eine Schale und Saft von 1,5 Limette 1 Kresse vom Beet schneiden abbrausen, mit einem Küchenpapier trocken tupfen. Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Möhre schälen, waschen und in Stücke schneiden. Zwiebel abziehen und würfeln. Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden. Kartoffeln, Möhren, Zwiebel und Lauch in restlicher erhitzter Butter ca. 5 Minuten dünsten. Brühe angießen, aufkochen und ca. 30 Minuten garen. Mettenden in Scheiben schneiden und etwa 3 Minuten in einer beschichteten Pfanne braten. 3 Esssuppe pürieren, durch ein Sieb geben. Sahne angießen, nochmal kurz erhitzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe in tiefen Tellern anrichten, mit Mettenden garnieren. Petersilie mit Croutons vermischen und über die Suppe streuen.